Moin Moin und willkommen zur 56. Folge Dark Souls 3. Ja, wir sind in den Katakomben von Kata, Katharina, Katas, Katus, irgendwie so. Ich glaube, Katakomben von Katus waren es, genau. Und ja, jetzt müssen wir erstmal unsere Seelen wiederfinden. Was jetzt, glaube ich, erstmal ein kleines Problem sein wird. Da ich absolut keine Ahnung habe, wo wir genau gekämpft haben. Das könnte jetzt also ein kleiner Exkurs werden. Von daher müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass wir sie finden. Ich wäre sehr schade, wenn nicht. Sind die da lang? Nein, Moment. Wir sind quasi eigentlich genau in die andere Richtung. Schaut mal, hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Und Seelen. Wenn wir mal die Leiter benutzen. Dann mal oben gucken. Schneller geht aber nicht mehr, ne? Ah, doch. Muss auch wirklich Laufen benutzen. Ah, okay. Soll doch den richtigen Knopf drücken. Oh. Vor allem, ich kenne die Falle doch, ich Depp. Wäre auch geil. Jetzt sind wir nämlich hier wieder, alles klar. Dann ist ja gar nicht mehr so das Problem, an die Sachen ranzukommen. Müssen nur auf diesen blöden Ball aufpassen. So. Wer waren jetzt hier noch? Die hatten wir beide. Genau. Alles tot soweit. Hier hatten wir gegen die anderen gekämpft. Da gucken wir gleich nochmal. Genauso wie da. Erstmal ist das jetzt interessant. Ach, scheiße, wir haben keinen Bogen, ne? Kurz grübeln. Wir sind nicht voll, das ist nicht gut. Wir brauchen mal eben Verzauberung. Einfach nur, dass es schneller geht mit dem. Ich weiß auch nicht, von wo der kommt. Das ist nämlich die Problematik dabei. Ja, scheiße. Fuck, er kommt von hinten. Ah, so kann man es natürlich auch machen. Okay, da ist einer runtergeflogen. Kommen sie wieder. Ah, nein. Oh, wir leben noch. Trollolol. Schau mal, wo wir stehen. Okay, wir sind tot. So viel zum Thema Seelen wieder kriegen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, den mal zu schlagen. Scheiß drauf. Echt, wie gesagt, scheiß auf die Seelen, ganz ehrlich. Solange wir hier noch nichts wirklich vernünftig angesammelt haben. Weil wir hätten schon was ansammeln können. Ah, es ist gerade so ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen, ne? Vielleicht sollten wir auch mal einfach wirklich anfangen, Seelen zu sammeln und dann mal erstmal wieder uns aufstocken mit, ja, Bogen und so einem Kram. Ich glaube, das wäre erstmal wieder ganz gut. Das scheint wirklich einfach mit der Zeit zusammenzuhängen. Ah, da wäre besser gewesen, nicht anzuvisieren. So, was haben wir denn? 64,1 haben wir an Gewicht, so. Geht, ne? Geht, ne? So kommst du her? Ach, du bist echt lahmarschig. Wenn du nicht so bitterböse wärst. Mit deinem Scheiß. Dann komm mal ruhig ran hier. Ich will hier gegen... Nicht. Willst du nicht da runterfallen? Ich hab gehört, du willst da nicht runterfallen. Das wäre scheiße. Du willst mir Titanitscherben geben und ein Katus-Schild. Katakomben von Katus. Also doch. Wow. 11 Scherben. Moment. Da ist das Schild. Nein. Da. Da ist es. Katus-Schild. 61 physisch. Aha. Naja, uns hat 89. Die Überreste eines ausgefransten Lederschilds, der einem Schwertkämpfer von Katus diente. Die Schwertkämpfer von Katus waren besonders beweglich. Das sieht man. Dieser gewöhnliche Schild, oder ja, dieser gewöhnliche Schild ist für einen mittleren Schild überraschend leicht. Parieren. Okay, wieso, was wiegt denn das Ding? Überraschend leicht, überraschend leicht. Zwei, what? 2,5? Na gut, das wiegt 4,5. Geht, ne? Geht, ne? So. Ich muss gerade über meine Dummheit eben mit dem Ball lachen.
War ja irgendwie witzig. So viel dazu. So, und rein wegen dem Bogenschützen. Wunderbar. Jetzt den Herrn. Und das mich nicht nochmal. Sehr gut. Jetzt. Ach, so ein Arschikowski. Hä? Wo ist er denn hin? Ist er runter? Sollte. Ah ja, ist runtergefallen. Au. Au, au, au. Du Arschloch. Gibt's ja wohl nicht. Aua. Naja. War hier eigentlich noch einer? Nope. Nope, nein. Da war keiner, da war keiner, da war keiner. Aber hier waren noch zwei. Jo, kommt mal her. So, und diesmal sammeln wir auch mal wieder ein paar Seelen an. Ah, da ist schon wieder gekontert, der Drecksack. Pisskopf. Für wen hältst du dich? Konterst du hier einfach? So was macht man nicht als Skelett. Ist doch ein braves Skelett. Ich will jetzt nicht... Ja, genau deswegen. Oh, puh, wir überleben's. Lucky one. Trotzdem aufpassen. Ah, genau. Huiuiuiuiui. Wurfmachete. Machete. So, halt. Schon wieder was vergessen. Und zwar das hier. Nochmal zwei sind. Und wir haben eh keine Munition mehr. Da war ja was. Scheiße. Haha. Hm, toll. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Nein. Nochmal? Nee. Hagebeil. Sehr schön. Okay, jetzt wird's ein bisschen problematischer. Ich glaube, wir sollten eins von den Wurfmachetas benutzen. Wir hatten natürlich auch einen Köderschädel. Im Moment gibt's ja kein Gift, aber trotzdem. So. Machete! Piu! Na, du Penner. Tschüss. Trottel. Hat er gar keinen... Doch, wollte gerade sagen, hat er gar keinen Abgang gemacht. So, jetzt schnappen wir uns den. Solange er uns noch nicht wahrnimmt. Ah, zu spät. Voll in seine Kombo reingerollt. Aber trotzdem noch durchgerollt. Na gut. Bisschen abgeschwächt das Ganze. So. Jetzt machen wir es mal diesmal. Andors. Spring! Na, dann spring halt nicht. Hi. Na ihr. Ich hab gehört, ihr wollt sterben. Guck, guck. Lustig. So, da war noch einer. Okay. So. Sind wir auf jeden Fall schon wieder so weit, dass wir selber... Okay. Interessant. Und toten Knochensplitter. Oh, hier fehlt ein Hebel. Nee, das ist kaputt. Lasst mich rein, da ist ein Leuchtfeuer. Hm. Ja. Kamen eigentlich diese komischen Verzauberungen her? Oh. Na, ihr? Oh, gleich drei von denen. Yeah! Aha. Verarscht. Oh, jetzt hat er mich verarscht. Ne, 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 ne. So nicht, mein Freund. Er wollte doch schon wieder kontoren. Alter, spinnst du? Was machst du da? Komischen... Aua! Gefäße werfen! Sag mal! Bist du immer noch nicht tot? Okay, hier ist irgendwas, was die wieder aufleben lässt, oder was? Seid ihr jetzt tot, oder nicht? Okay, ihr seid tot. So.
Ich höre was. Oh, rechts. Mhm. Guten Tag. Au. Schlawiner. Oh, doch nicht, ich dachte. Da liegt auf jeden Fall auch noch was. Wo kamen denn jetzt diese komischen Sachen her? Als ich hier eben im PvP gerollt bin, kamen noch diese schönen Sachen her. Kamen die her? Aha. Aha, das sind also diese kleinen. Okay. Diese hier. Ja. Au. Oh. Ah. Gehst du mir weg. Okay, aber das kann man relativ gut checken. Da ist einer. Mhm. Da auch. Katos Milchring. Mhm. Wir hatten so oder so noch einen Ring bekommen, war das nicht so? Heiligenring, ne? Da ist er. Oh! Katos Milchring erhöht die Geschicklichkeit leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Ah, das ist das. Ich weiß natürlich nicht, was man geschickt bekommt. Diesen Ring tragen die Krieger des Sandkönigreichs Karthus. Erhöht die Geschicklichkeit leicht und verbirgt den und verbirgt den Träger beim Rollen. Das haben die Dinger an, die Typen. Die Schwerttechnik von Karthus beinhaltet fließende Bewegungen mit einem Krummschwert. Meister dieser Technik sollen ihre Gegner verwirren können, indem sie sich so schwerelos wie ein Sandkorn bewegen. Okay. Sie leben für ihren Hochfürsten Volnir, den Eroberer der meisten Königreiche, die ihrem Volk bekannt sind. Okay. Haben wir aber nicht noch einen bekommen? Pharaonring. Fertigkeiten. FP. Diesen Ring wird Mitgliedern von Pharaons Untotenlegion verliehen. Er reduziert den Verbrauch von Fähigkeiten. FP. Fokuspunkte war das. Die Jagden der Wächter des Abgrunds verlangten den Schwertechniken der ganz besonderen Art und Wolfsblut gab ihnen genau, was sie brauchten. Dieser Ring verstärkt den Effekt noch weiter. Okay. Jetzt frage ich mich gerade allerdings, welchen Ring können wir rausschmeißen? Den hier. Oh, das sind 3 Geschicklichkeitspunkte. Das ist ja geil. Nice one. Das müsste uns doch eigentlich auch gleich Schaden geben. Oh ja. Wow. 7 Schaden. Nicht schlecht. Das ist ja genau das Richtige für uns. Nice one. Cool. Cool. Das ist ja geil. Das muss ich aber auch erstmal dran gewöhnen. Das ist ja geil. Ach, ich bin auch so ein Idiot. Ich wusste das doch, dass es hier ist. Okay, ködern und dann... Haha, so, ja, mhm. Guten Tag. Ich hätte da mal was für dich. Na? Guten Tag. Ja, toll. Solltest doch schon reinlaufen, du Arsch. Hey! Das hast du auch gemacht. Du machst das einfach kaputt. Au. Da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Wow. Dran gewöhnen. Das war ja eine crazy Attacke. Wow, der steht ja wieder auf. Stimmt, wir haben auch gar keine Seelen bekommen. Jetzt aber. So ein Penner. Steht einfach wieder auf. Ich höre schon wieder was grunzen auf der Linken. Au. Aha. Ah, schon wieder keine Seelen bekommen für den eben. Oder? Doch. Da geht's ja auch schon wieder lang. Ach, du Heilige. Das gefällt mir ja gar nicht. Das? Vielleicht sollte man ein bisschen höher gucken.
hätte doch eigentlich treffen sollen. Jetzt aber. Auch nicht. Geht sonst wohin? Hallo? Wo wirfst du hin? Genau. Was? Also das hätte doch jetzt... Komm mal her hier. Guten Tag. Lassen sie sich da anlocken oder nicht? Yep. Okay. Gut zu wissen. Ne, lassen sie sich nicht. Ha. Komm her. Fuck. Ah, das hat gepasst. Die habe ich gar nicht gesehen, die Falle. Hat die jetzt getroffen? Au. Nö, 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 mein Freund. Irgendwann reicht's doch mal. Au, 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 au. Oh, oh, oh. Auf von der Scheiße. Komm mal lieber ran hier, damit man nicht totschießen kann. Aha. Okay. Das war unsere letzte Heilung. Einen Typen haben wir da noch. Na gut, ne? Also wenn wir hier keinen... Guck mal da unten. Eine Riesenratte. Ah, da ist auch noch... Ach du Kacke. Das ist ja auch noch so ein Fraggle. Na gut, erstmal den hier. Kommst du mal her? So, wo bist du Falle überhaupt? Da. Ah, nicht schön. Auch nicht, wenn man sich einsperren lässt. Ah, ich möchte nochmal die Falle auslösen. Wenn er nicht so durchdrehen würde. Das gibt's doch nicht. Immer so ganz knapp daneben. Gibt's doch nicht. Jetzt. Haben wir ihn aber auch mal selber erwischt, vor allen Dingen halt, ne? Meine Güte. Okay. Na? Felsbrocken. Ja, fuck you. Okay, da geht's auch runter. Blut. Sehr schön. Oh, da hängt auch noch einer. Ja toll, jetzt sind wir aber noch nicht wirklich weiter. Na gut, dann werden wir es jetzt anders machen. Eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber es geht ja gerade nicht anders. What the heck? Was ist denn jetzt passiert? Den haben wir damit wach gemacht. Ach, du Scheiße, diese Skelettis. Aha, ich dachte, hier kommt das jetzt. Leuchtfeuer voraus. Ach, guck mal an. Und dann Gegner. Ohne Heilung. Na super. Aber wir haben eine große Titanitscherbe bekommen. Ja super, Leuchtfeuer voraus. Wir müssen uns Gas geben. Ja, es wird nix. Bringt uns gar nichts mehr, ne? Oh, da ist er. Wo ist er? Da. Ja, komm, Freund der Sonne. Das Ding kommt wieder. Ja, er steht da noch. Bin mir gerade noch nicht sicher, was ich machen soll. Also erstmal, wenn wir das Ding hier nutzen. Komm her. Na, komm. Traut sich nicht. Okay, hä? Oh, wir haben einen blauen dazu bekommen. Sehr schön. Dürfen wir nur nicht sterben. Dürfen nur nicht sterben. Okay. Wir warten jetzt hier einfach mal einen Moment. Hängt er da hinten noch? Ich denke. Frage ist, wo ist der blaue Mann? Oh, da ist er. Pass auf. Der ist da vorne. Da hinten. Ah, genau. Komm zurück, komm zurück. Okay. Feuerbewaffnung. Er kämpft jetzt gegen ihn. Au.
Ein bisschen vorsichtig sein. Ah, wir haben ihn. Sehr schön. Wunderbar, danke dir. Danke. Verbeugen wir uns nochmal ganz brav. So, ja, nee, alles gut. Sehr schön. Das hat ja geklappt. Und wir sind am Leuchtfeuer angekommen. Perfecto mundo. Das ist doch mal schick hier. Das hat doch mal geklappt. Ah, hätte ich nur Abkürzung. Richtig. Naja. Nun gut. Dann würde ich sagen, dann sollten wir uns jetzt hier mal kurz verziehen. Wobei, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben nur 7000 Seelen. Aber halt, wir hatten Titanitscherbe, eine große. Wobei, hatten wir jetzt nicht schon... Oh, Katakomben von Kartos ist... Aha. Also sollten wir doch erstmal zur Kapelle durch. Okay. Gut zu wissen. Wir wollten auch nochmal beim Wolf vorbeischauen. Ja, wir müssen ja jetzt nicht hier, ne, uns auf eine Sache versteifen. So. Also aufsteigen, das wird ja wohl nix, ne? Naja, 15.000. Das wird ein bisschen dauern. Was für ein Level haben wir jetzt eigentlich? Immerhin schon 51. 73er Aushöhlung inzwischen. Jo, und zwar hätte ich ganz gerne hier unsere Doppelschwerter verstärkt. Oh yeah. Oh yeah. Das sieht doch mal gut aus. So. So, und dann hatten wir ja noch eine Menge von den Kleinen bekommen, ne? Hm. Könnte man ja doch nochmal überlegen, eventuell hier so irgendwie alternative Waffen nochmal zu leveln. Haben auch schon einiges an Dings bekommen. Also was ich auf jeden Fall nochmal leveln möchte, ist das Ding hier. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war früher eins immer der quasi besten Schwerter. Und naja, why not? Genauso wie die Äxte hier quasi mit einer der besten Äxte waren. Ich meine, seht's ja vom Schaden her. Mit dem Ding, es hat einfach nur das Problem, die Reichweite. Da finde ich das Ding verhältnismäßig doch schon ein bisschen geiler. Bogen könnten wir auch machen. Da sollten wir auch dran denken, den auf jeden Fall aufzurüsten. Zu Dingsen, meine ich. Aufzumunitionieren. Ja, die Dinger hier sind irgendwie für den Arsch. Das lohnt sich auch nicht wirklich. Fackel aufrüsten, ja, nee. Schild geht nicht. Brauchen wir Funkel für. Tja. Dann würde ich sagen, machen wir es wirklich im Claymore rein, ha? Was soll's? Ja, okay. Vielleicht nochmal die Sense? Nein. Okay, das haben wir soweit. Das haben wir soweit. Was haben wir denn jetzt an Schaden da stehen? 220. Nice. 194 oder 196 hatten wir vorher. Hat sich auch nichts geändert. Pfeile. Pfeile hattest du auch? Nee, nicht du auch. Sie hatte Pfeile. So ist richtig. Oh, schaut mal. Der Lebensring. Naja, aber so viel bringen tut er auch nicht. Da haben wir gar keinen Platz für. Und die Schilde sind nicht so toll. Noch so ein paar andere Sachen, also schon so ein bisschen interessante Sachen hier, aber brauchen jetzt eigentlich erstmal nur normale Pfeile. Ganz schön teuer im Vergleich. Hm. 25. Ja, komm, was soll's. Machen wir mal so. Sind wir ganz gut runter. Sollten die aber auch, ups, ausrüsten. Ach, sind sie sogar direkt. Bolzen haben wir nicht. Was bringen denn die Seelen, die wir hier haben?
Namenlose Soldaten, Machuai und Reisenden. Die brachten ja auch schon relativ viel, aber das, naja, das wird niemals reichen. Na gut. Dann werden wir uns jetzt einmal Richtung Wofi begeben. So. Und dann wollen wir nochmal gucken. Da ist er. Was denn hier oben noch so ist. Da waren wir ja noch gar nicht hingegangen. Unten hatten wir geguckt, ja. Aber wir waren noch nicht oben. Das haben wir uns noch gespart. Oh, geht ja doch weiter hoch als erwartet. Okay. Also auf den beiden Seiten ist nix. Gucken wir natürlich nochmal da. Da irgendwas sein könnte. Nö. Nö. Okay. Und nochmal versichern, dass da wirklich nichts war. Aber das sieht gut aus. Also, nicht gut aus. So rum ist richtig, weil hier nichts ist. Was eigentlich sehr schade ist. Na gut. Okay, das sieht aber echt schick aus. Sind wir denn hier? Okay. Interessant. Das Gebiet kennen wir auch noch nicht. Gucken wir uns doch glatt mal mit dem Fernglas an. Und mit der Maus. Bisschen angenehmer. Ah, da kommen wir her. Okay. Nun gut, da. Nun gut, da. Was haben wir hier? Alles klar, also da könnte man dann irgendwie rüber. Da liegt doch auch wieder ein Drache. Gucken wir uns auch noch mal kurz an. So viel Zeug muss sein. Okay. Okay. Nun gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, hier sind wir dann jetzt auch erstmal am Ende angekommen. Weil, ne, Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal.